die Reste. Naja, alles, was nichts wird. Das sieht doch noch gut aus. Ja, aber irgendwas ist daran anscheinend nicht gut. Mit nach Hause nehmen. Ich wollte gerade sagen, also das ist auch ein wunderbarer Topfuntersetzer. Ich habe einen gefunden. Kannst du dir gerne noch mit? Dann nehme ich mir nachher einen mit. Hier riecht es auch jetzt wieder nach mir. Hier wird dann, also was ich vorhin gesagt habe, dass wir schweißen in Tschechien große Mengen. 200 Mal die Woche kommt der LKW, fährt hin und her. Aber kleinere Stückzahlen, zum Beispiel wie so 30er oder 50er Mengen von Sturzbügeln, werden dann auch hier geschweißt. Hier sehen wir das Rohmaterial. Und da hinten die Kollegen, die dann die einzelnen Sturzbügel oder auch Kofferträger schweißen. Moin! Moin! Hier sind halt dann die Vorrichtung, in der das geschweißt wird. So wie wir es vorhin gesehen haben mit dem grünen Modell drin. Und so wird es dann dort eingehängt, die einzelnen Stahlstücke, die extra zugeschnitten worden sind. Und werden dann entsprechend der Reihenfolge verschweißt, damit es keinen Verzug gibt. Weil das musste ich auch erst lernen, bin ja auch kein Metallfachmann, dass wirklich die Reihenfolge ganz entscheidend ist. Und zwar ist immer das Ziel, dass das Teil so sein soll, dass du es, klingt jetzt ein bisschen komisches Wort, dass man es ans Motorrad ranwerfen kann. Mit spannungsfrei ranpasst. Richtig, spannungsfrei ran, dass es nicht klappert und dass du aber nicht großes Problem hast damit. Also da spannt ja der Kollege gerade was ein. Ja, genau, er spannt jetzt die Teile ein und anschließend kommt das Verschweißen. Und sozusagen die Vorrichtung, in der er das einspannt, die muss natürlich auch als Prototyp einmal gefertigt werden, damit es genau der Krümmung und allem entspricht. Genau. Also ihr habt diese Produktion in Tschechien, seid aber auf eine gewisse Art und Weise trotzdem auch autark hier. In kleinen Mengen. In kleinen Mengen. Ist halt die großen Problem. Mengen, zum Beispiel die ganzen Koffer, der Korpus vom Koffer, der wird Roboter geschweißt in Tschechien. Die ganzen großen Mengen. Ja. Und dann kommt für die Endfertigung, die wir gesehen haben, hierher. Genau, dann gehen wir jetzt noch mal weiter in die Konfektion, bevor die Mittagspause machen, weil die machen nämlich schon früh Mittagspause, weil die fangen ja um 6 Uhr an zu arbeiten. Na dann. So, jetzt haben wir ja schon eines gesehen, jetzt sind wir draußen gerade auf dem Firmengelände. Du siehst hier irgendwie eine überdachte Halle, da ja. Hinten noch so ein Zelt. Also im Moment ist einfach, wir platzen ja eigentlich alle aus allen Nähten. Die alten Gebäude, da waren wir ja gerade drin, diese Flachbauten. Dann gibt es hier drüben eine große Lagerhalle, die wurde mal gebaut vor einigen Jahren, wo wir gedacht haben, ach, die kriegen wir nie voll. Mittlerweile haben wir an Rand noch mal ein Zelt gestellt. Ja. Und das heißt, das ganze Gelände ist voll und ja, wir haben eigentlich ein bisschen Platzmangel und müssen uns weiter erweitern. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und wie ich gestern gelernt habe, gibt es einen Grund dafür. Ihr seht diese wunderbaren Wiesen da hinten. Eigentlich genug Platz für neue Hallen. Aber es gibt ja den sogenannten gemeinen Ameisenbläuling. Wen interessiert, was das für ein Tier ist? Ich verrate es jetzt nämlich nicht. Einfach mal googeln. Und weil der da lebt, darf er nicht vertrieben werden. Also müsst ihr mit euren Zelten jetzt erstmal noch ein Stück klarkommen. Genau, so sieht's aus. Alles und klar. Wir gehen jetzt in die Konfektion und gucken uns an, wie die Sachen verpackt werden. Los geht's. So, eine wichtige Sache. Dreh dich noch einmal ganz kurz ein. Dieser Bulle. Mhm. Warum ist der das Symbol für SW Motec? Das war jetzt wirklich kalt, weil ich weiß es auf Anhieb nicht. Aber das kriegen wir doch bestimmt. Irgendeinen finden wir, der das weiß. Also ich meine, ich kann euch sagen, warum die Firma SW Motec heißt. Die Geschichte muss nämlich unser Geschäftsführer Jürgen immer erzählen. Dann mach wenigstens das. Ja, weil er heißt ja Svora, Jürgens Svora. Und dann wollte er die Firma anmelden und ist aufs Amt gegangen und gesagt, ich möchte anmelden, die Firma Svora Motorradtechnik. Und dann hat die Frau vom Amt gesagt, das passt nicht in die Felder rein. Das ist zu lang. Und sie hat gesagt, ja, was soll man jetzt machen? Und dann hat sie gesagt, ja, dann kürzen wir das ab, dann machen wir SW Motec draus. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir es so. Oh, ist ein schmissiger Name geworden. Also. Ach so. Aber mit den Bullen, das finden wir auch noch raus. Das machen wir. Alles klar. Jetzt gehen wir erstmal hier. Wir gehen hier mit. Wir haben hier noch einen Mitarbeiter. Der hat gerade Pause, vielleicht hat er schon Mittagspause. Aber in der Regel faltet er diese Kartons für die Tankrucksäcke. Tankringe, sorry. Tankrucksäcke. Ja. Weil, ne, ist ja irgendwie auch nicht so spannend, wenn man den ganzen Tag diese Kartons faltet. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen so eine Maschine, die nimmt sich die flachen Kartons und am Ende kommen die raus und dann können die Tankringe direkt reingepackt werden. Das gucken wir uns dann im Nebenraum an. Alles klar. Hier werden die einzelnen Produkte dann verpackt. Wir haben ja gesehen, eben diese Schachteln von den Tankringen. Und hier müssen dann die Kolleginnen die Tankringe zusammen mit den passenden Schrauben dafür reinpacken. Und den passenden Bedienungsanleitungen mit sich. Und den Bedienungsanleitungen. Ja, das ist halt, die haben wir jetzt mittlerweile auch in 5 Sprachen.
Und mittlerweile machen wir es auch so, dass man sich die online runterladen kann. Und wir haben ja gesehen von der QS, also es ist schon ganz gut, wenn man die manchmal liest. Auch wenn viele denken, ah, ich brauche keine Bedienungsanleitung, aber... Auftrag an die Herren da draußen, macht es, es hilft. Ja, gerade bei Produkten, so wie bei so einem Motorschutz, ein bisschen komplexeren Produkten, ist das schon ganz gut. Ja. Und man muss halt auch gucken hier, deswegen ist das sehr wichtig, genau zu gucken, welche Scheiben liegen da drin, welche Schrauben liegen da drin, weil für jeden Tankring zum Beispiel unterschiedlich lange Schrauben verwendet werden müssen und genauso bei den Motorschutzen oder den Sturzbügeln. Das heißt, die Sachen werden bereitgestellt aus dem Lager und dann wird auch zwischendurch immer mal wieder geguckt, kommen da jetzt wirklich die richtigen Schrauben rein? Weil am Ende, wenn wir das nicht machen und dann wird das zurückgeschickt, beanstandet, dann haben wir wieder das Drama, dass auch ein Kunde unzufrieden ist, der will das anbauen am Samstag, weil er am Sonntag losfahren kann. Und ist ja immer so, sei mal am Wochenende kurz vor der Tour. Genau, fängst am Samstag an und dann fehlt die eine Schraube. Ja. Und der Baumarkt hat schon zu. So schaut's aus. Genau. Wir gehen jetzt einfach weiter rüber in die Lagerhalle, in die Logistikhalle, wo dann alles lagert und wo es dann verschickt wird. Wo es dann zum Beispiel auch bei Luis landet? Zum Beispiel. Deswegen gehen wir jetzt nochmal wieder über die andere Seite vom Hof. Ja, es ist ja gerade sehr angenehm draußen. Also wir sind jetzt im Logistikgebäude, ne? Aber hier vorne ist auch so eine kleine Museumsecke. Hier seht ihr, weil wir haben ja vorhin geredet, was wurde als erstes gemacht. Ja. Hier seht ihr Modelle, zum Beispiel der erste Motorschutz von 2000 und da unten ein Prototyp von 96, vor der Gründung der Firma. Und dann, was dann später draus geworden ist, über die Zeit an Modellen. Halt hier oben der für eine MT09 von 2016. Weil einer der ersten Motorschutze, der wurde auch, da wurde ein anderes Blech zweckentfremdet, nämlich die Waschmaschine, die alte von der Mutter von einem der Kollegen, der Geschäftsführer. Weil das Waschmaschinenblech ist auch ziemlich robust und dann wurde da halt das rausgeschnitten und dann halt zu einem Motorschutz umgeschweißt. Genau, dann gehen wir jetzt einmal in die Logistikhalle. Gut, so Logistikhallen sehen überall auf der Welt gleich aus. Ja. Das ist ein Hochregallager, das kommt mir ziemlich bekannt vor. Mhm. Wahrscheinlich habt ihr da auch. Ne? Also, nur es ist so, als das gebaut wurde, da war dann immer die Idee, ach, naja, das kriegen wir sowieso nicht voll. Und mittlerweile ist es so, dass halt hier in die eine Reihe runtergeht und auf der anderen Seite von dem Gebäude ist halt nochmal eine Halle jetzt rangebaut. Und hier liegen dann halt alle Produkte, die wir so haben. Hier Tassen haben wir ja auch. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt, ja. Entschuldigung, ich muss einmal reingucken, wie eine SW Motec-Tasse aussieht. Ach, okay. Aber auch geil. Ja. Ja? Und ich packe sie wieder rein. Genau. Und hier lagern alle Sachen. Und dann werden sie, wie das sich so gehört für eine ordentliche Logistik, werden sie dann verpackt und verschickt. Sei es an Luis, aber auch an Endkunden in der ganzen Welt oder halt auch an unsere Vertriebspartner. Genau, also ein Kunde kann bei euch auf der Homepage ja auch ganz regulär Ware bestellen. Genau. Genau. So wie ob man das jetzt bei Luis bestellt oder bei uns. Am Ende kriegt man es direkt zugeschickt. Ja. Genau. Und wir gehen nochmal darüber in den, wo der Versand direkt stattfindet. Da steht überall Luis drauf. Ach cool. Guck mal hier. Das ist das Luis-Regal. Tatsächlich. Ja. Siehst du, und wir haben auch noch gefunden, dass. Luis Regal ist extra schon beschriftet. Wir mal gucken, was kriegt Luis als nächstes. Müsste ich jetzt nachgucken, welche Artikelnummer das ist, aber es sind irgendwelche Taschen. Pro Rearback steht da drauf. Ja, oder genau, das sind Rearback, dann sind es die Hecktaschen. Ja. Ja. Können wir ein bisschen Logistikkosten sparen und nehmen ein bisschen was mit? Ja, genau. Ihr könnt das gerne euch im Anhänger nach Hause fahren. Ja. Wir gehen jetzt noch einmal nach oben im zweiten Stock. Da ist die Kantine, aber zu essen gibt es jetzt noch nichts. Aber wir gucken uns an zwei von den ältesten, von den Motorrädern aus der Anfangszeit. Das heißt, wo schon Teile angebaut wurden und so geschickt. So, und so hat das halt mal angefangen, ne, mit diesen Modellen, mit denen unsere Geschäftsführer in den ersten Jahren auch ihre Afrika-Touren gemacht haben. Ich habe ja immer gedacht, das wäre so die erste Entwicklung des wie von der KTM 97, der Tank. Liegt, aber hat mir dann der Jürgen erklärt, das waren Zusatzwassertanks, die sozusagen Pflicht waren bei den Rallyes, dass man gewisse Mengen an Wasser mit sich führen muss, sonst durfte man gewisse Gebiete nicht fahren. Ah, okay. Deswegen mussten Zusatzwassertanks angebaut werden. Das Wasser hat natürlich dann nicht so lecker geschmeckt, aber es war zumindest Wasser. Ja. Aber das sind so die ersten Modelle gewesen. Da sieht man dann auch noch Logos von anderen Marken drauf, aber
da weiß man also, wo es herkam, dass die Firmengründer selber gesagt haben, wir bauen selber Produkte, die unsere Motorräder schützen können. Ja, verstanden. Sieht man zum Beispiel hier sieht man ein Beispiel für diese Zusatztanks, ne, die dann gebaut wurden, die man dann letztendlich nicht brauchte. Oder hier auch erste Motorschutzvarianten. Und das war der Startschuss sozusagen. Der Startschuss, genau. Ja, alles klar. Genau. Und jetzt gucken wir an, wie es jetzt aussieht mit den Produkten von heute. Perfekt, genau. Das machen wir. Herein. Oha. Also hier gibt es jetzt ein bisschen was zu sehen. Ja, hier gibt es jetzt das, was wir die ganze Zeit angeschaut haben, wie es hergestellt wird, wie es verpackt wird, wie es zusammengeschweißt wird. Hier sehen wir jetzt die fertigen Produkte, weil einmal im Monat machen wir mal einen Werksverkauf hier. Und wenn Kunden sich wirklich Sachen anschauen wollen, dann ist es immer gut, wenn man nicht in eine Louis-Filiale geht, wo man sich anschauen kann. Dann kommt man hierher, macht man eine Motorradtour. Wir liegen ja mitten in Deutschland. Also wenn man jetzt nochmal in Köln wohnt und dann fährt man schön 2 Stunden hierher, 3 Stunden durchs Gelände und dann macht man hier, guckt man sich die Sachen an, fährt wieder nach Hause. Also Umkreis von 200 Kilometern, sicherlich eine gute Möglichkeit. Und ihr zeigt hier im Endeffekt auch, wie es an verschiedenen Mopeds, die gucken wir uns gleich noch an, genau. Dann wirklich angebaut aussieht und was es alles für Optionen entsprechend gibt. Ne? Genau. Okay, dann lass doch hier mal ganz kurz gucken. Ja. Was haben wir hier? Einmal Triumph. Ja, komplettes Kofferträgersystem inklusive. Und das ist ja das Schöne, was ich bei euch mag, dass ihr auch immer noch Lösungen habt, wie dann eben hier Zusatztaschen. Diese genau. Zusatztaschen, um noch mehr Gepäck, wenn es denn notwendig ist, unterzubringen. Spiegelverbreiterungen haben wir hier einmal von euch. Hier sehen wir den Tankring. Hier auf genau. Wir hatten ja vorhin mal den gesehen von der Ducati Desert X. Der war jetzt nicht so schön verbaut. Hier ist noch ein bisschen Schmodder drauf. Aber jedenfalls sieht man, so ist der eigentlich verbaut, dass er wirklich überhaupt nicht großartig auffällt. Und da kann dann der jeweilige Tankrucksack drauf. Die gucken wir uns gleich mal an. Wir gucken mal, weil da hier siehst du, da hast du einen etwas gebogenen Tank. Deswegen macht es da Sinn, einen Tankrucksack drauf zu machen, der wirklich auch diese Biegung mitverfolgt. Genau, damit er nicht so gerade hier entsteht. Weil ich hole mal gerade zwei. Ja. Also, und dann den großen. Und man sieht hier, wenn jemand wirklich nur ganz wenig mitnehmen will, dann kann er sich diesen Promikro da ranbauen. Zack, sitzt drauf. Ist natürlich, wenn du es von der Seite siehst, hast du hier so einen Freiraum, ist nicht jedermanns Sache, sagt sich, ich möchte mehr transportieren, dann macht man einfach ab. Nimm mal den hier. Nimmt den, der hat so einen leicht gebogenen Unterboden, setzt den drauf. Gut, in dem Fall ist das ein Modell, was jetzt auch noch frei steht. Da müssten wir jetzt mal schauen, bei den anderen Modellen, ob wir noch eins finden, was besser die Kurve macht, die Form anpasst an das Bike. Das können wir ja noch mal schauen. Das könnte passen. Ja. Siehst du, da sieht man nämlich genau, das ist der GS. Ne? Das heißt ja nicht zufällig GS. Geht aber auch an eine Triumph. Und jetzt könnte man den noch so ausrichten, dass er möglichst nicht aufsetzt. Aber wir liefern auch immer Lackschutzfolie bei, weil es kann immer sein, dass beim Fahren durch Vibration es irgendwie an den Lack kommt. Aber da hat man natürlich dann viel Stauraum. Das ist dann immer Geschmackssache. Möchte man viel Stauraum haben da vorne oder nicht? Kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und es ist ja nicht nur der Stauraum, sondern auch, wie die Bewegungsfreiheit je nach Körpergröße unter Umständen ein bisschen eingeschränkt ist. Feinkostgewölbe. Ja, je nachdem, was da hier vorne noch los ist. Da kann sich ja jeder anpassen, aber dafür gibt es ja, weiß Gott, mehr als genug Auswahl. Genau. Und wie ich gerade sehe, natürlich auch noch entsprechende Zusatztaschen, die es dann auch nochmal für den Tankrucksack gibt. Mhm. Und wenn ich jetzt hier an diesem Moped gucke, möchte ich nur einmal schauen, ob ich alles zusammenkriege, ja, was von euch hier jetzt wirklich angeschraubt ist. Also Koffersystem mit Zusatztaschen, Tankrucksack, das hatten wir jetzt schon. Mhm. Spiegelverbreiterung, Spiegel selbst, ja, habe ich schon gesehen. Dann haben wir natürlich die Handprotektoren. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe, haben wir die Fußrasten natürlich. Genau, Sozius Fußraste in dem Fall auch. Genau, dann haben wir hier Achsprotektoren dran von euch. Ja. Für den Ausgleichsbehälter hier auch nochmal einen Schutz. Dann natürlich einerseits den Motorschutzbügel inklusive auch hier. Und oberer Sturzbügel. Und oberer Sturzbügel. Hier auch nochmal den Achsschutz. Und hier vorne, da gehen wir davon aus, die sind auch von euch, gibt es hier natürlich noch Zusatzscheinwerfer. Ja. Genau. Genau, also wobei wir dann, wenn wir auf die andere Seite gehen, weiß nicht, ob da noch was ist. Ist jetzt ein bisschen schlecht zu filmen. Na gut, da ist noch die Seitenständerfußverbreiterung. Genau. Und
Dementsprechend haben wir hier halt auch die ganzen Taschen hängen, die dann auf die verschiedenen Träger drauf passen. Hier für die Suspect WP-Taschen, die wasserdichten Softgepäcktaschen, die an den Pro-Träger ranpassen, an den großen Träger, den wir vorhin auch gesehen haben in der Ferse. Das heißt, wenn ich im Endeffekt keinen Koffer haben möchte, kann ich auch sowas haben. Richtig, oder? Dann kannst du mit diese Taschen da auch einhängen. Alles klar. Genau, dann für Leute, die jetzt sportliche Bikes mögen. Hier sehen wir zum Beispiel diese Blaze-Taschen. Da haben wir ja vorhin in der Quest gesehen, wie diese Bügel getestet werden. Wenn man das hier aufmacht, sehen wir hier hinten, hier sehen wir die Halter und hier sehen wir die passenden Bügel dazu. Genau. Und das Schöne ist halt auch an dem System, du kannst sie halt einfach abnehmen, die Bügel, und dann fährst du. Du musst da einmal reindrücken, das ist ein bisschen genau. Richtig. Du kennst das schon. Genau. Und dann bleibt nur das Teil übrig und kann man gut mit dem Bike fahren. Und wenn man mal wieder Gepäck transportieren will, einfach drauf machen. Nein, und damit. Da wir ja gesehen haben, dass der Manfred das immer vernünftig testet, kann man auch davon sicher sein, dass es funktioniert. Man muss aber beachten, wie gesagt, wir testen das immer nur mit den Originalauspuffanlagen. Weil der Abstand ist natürlich entscheidend, und wenn Leute das nicht beachten und sich von einem anderen Fabrikat einen Auspuff anbauen, dann kann es natürlich zu Problemen führen. Aber das können wir nicht alles vorhersehen. Genau so ist das. Genau. Und hier sehen wir dann einfach noch weitere Modelle. Dann hier noch so, wenn man eher die Legend Gear, die Retro-Linie. Ah, das sind auch ganz, ganz schicke Taschen. Ja, so Canvas-Material, wie so ein Seesack. Sehr, sehr schön. Und hier dann gibt es das Ganze auch noch ohne Tankring, als magnetischen Tankrucksack. Weil so für die Motorräder, die einen Stahltank haben, ja. Können wir das gut nehmen. Hier auch eine von den Sitzbänken. Ne? Also die ist jetzt relativ schlicht, aber wir haben ja vorhin die Sitzbankmanufaktur gesehen. Hier hinten ist ein kleines Bullenlogo. Also wir bauen dann natürlich für diese Bikes dann auch mal jetzt bei der, das ist nicht so, aber für die Bikes, die wir haben, dann immer eigene Sitzbänke. Hier zum Beispiel auch für die Z900 Rautensteppung. Sehr schick. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Pfeifensteppung ist dann wieder anders. Sehr hübsch. Genau. Und noch mehr Taschen. Und noch mehr Taschen. Und Koffer. Und genau, das sind halt die aus ABS-Kunststoff, die man auch an die großen Kofferträger ranmachen kann. Also man kann da die Alu-Koffer ranmachen, man kann die ranmachen oder die Softgepäcktaschen. Weil die Menschen sind halt verschieden und haben verschiedene Vorlieben. Und es kommt auch aufs Bike an. Natürlich gibt es, irgendeinen Sporttourer, da kann man so ein Ding wunderbar ranhängen. Jetzt an so eine GS wird man die nicht unbedingt dranhängen, da kommt dann der Alu-Koffer ran. Genau. Ja, und das könnte ich mir vielleicht sogar noch bei der Carver hier vorstellen, aber logischerweise kein Koffer. Richtig, genau. Da machst du keinen Alu-Koffer ran. Und hier sieht man nochmal den SLC-Träger, den wir vorhin auch in der Werkstatt gesehen haben, wie der Kollege es gebaut haben. Hier wieder ganz andere Ansatzpunkte, weil halt nun mal bei diesem Bike die Anschraubpunkte unter der Sitzbank sind. Und dementsprechend das alles angepasst an das jeweilige Bike. Und hier hinten sind wir noch die Ecke, in der wir unsere Videos machen. Wenn wir Live-Videos machen oder Produktvideos machen, dann wird die Ecke zum Leben erweckt und dann können wir da den ganzen Kunden von euch und von wem auch immer zeigen, was wir alles für Produkte haben. Großartig. Also das war mal eine richtig, richtig geniale Führung durch die heiligen Hallen, so haben wir es heute ein paar Mal genannt, von SW Motec. Also wir haben die Produktion gesehen, wir haben das Lager gesehen, die Prototypen, die Qualitätssicherung. Und wir haben hier jetzt am Ende eben auch gesehen, wie das Ganze angebaut an den verschiedensten Fahrzeugen wirklich auch aussieht. Ich hoffe, dass euch da draußen das gefallen hat und dass wir euch auch auf die Produkte von SW Motec, wo ihr jetzt wisst, warum diese Qualität dahinter steckt oder welche Qualität tatsächlich dahinter steckt, dass wir euch ein bisschen Appetit machen konnten. Richtig, richtig klasse sind die Produkte auf jeden Fall. Und es ist wirklich für jeden was dabei. Und ihr könnt einfach mal schauen, was für euer Motorrad von SW Motec entsprechend angeboten wird. Auch ihr habt auf eurer Website, man kann das Fahrzeug eingeben und dann sieht man einmal komplett aufgelistet, was es bei euch dafür gibt. Richtig? Genau, das ist immer wichtig, dass es diesen modellspezifischen Filter gibt und dass die Leute den auch ruhig benutzen sollen. Weil es kann sein, dass man den Tankring für das Modell haben, aber das nicht für ein anderes Modell passt es wiederum nicht, weil sich da was geändert hat vom Baujahr zu Baujahr. Also auch wichtig, das Baujahr mit angeben. Das sind alle, und das ist so eine Arbeit, die sieht man oft nicht, wie viel da im Hintergrund hintersteckt, dass man das wirklich für jedes Modell einzeln zuweisen muss. Aber das machen die hier mit Herzblut und mit Leidenschaft, und das habt ihr in dem Video jetzt mit Sicherheit auch gesehen. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Ja. Und für euch da draußen einfach weiterhin eine geile Saison. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.